Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Resident Evil. Hier sind wir mit Jill im großen Speisesaal und ich schaue nochmal nach, wo wir jetzt genau hin wollten. Wir haben ja den Schlüssel bekommen, den wir als Attrappe ja wahrscheinlich wieder in diesen einen Mechanismus legen können, damit die Statuen wieder zurückfahren. Ich schaue mal ganz kurz, was das denn für ein Schlüssel ist. Du toller Schlüssel, Hausschlüssel. Prüfen. So, ist da irgendwas eingraviert? Das ist der Schwertschlüssel, alles klar. Keine besonderen Merkmale, sagt sie. Aha, was ist hier? Ein Schwert ist daran eingraviert. Das ist also der Schwertschlüssel, sehr gut. So, ich weiß es nur nicht, war da auch ein Schwert eingraviert? Und ich weiß es auch gar nicht so genau, wie wir denn am schnellsten dahin kommen. Das werden wir jetzt mal sehen. Und nebenbei versuchen wir so viele Türen wie möglich zu öffnen. So, Zombie liegt da noch, auch wenn ich das neu lade nach ein paar Tagen. Er steht auch nicht auf, das finde ich gut. Wir versuchen uns auch mal ein bisschen zusammenzureißen. Rüstungssymbol. Denn, dass man sich irgendwie bei so einem Game hier irgendwie die ganze Zeit erschreckt. Ich habe mir das auf YouTube mal angeguckt, ey, das wirkt ja echt lächerlich. Ey, das, ihr kriegt das ja nicht mit, wie laut das auf dem Headset ist. Ja, aber es ist schon krass. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Gehen wir einfach mal lang. Wenn wir Glück haben, ist ja eine große Kiste oder sowas. Oder tolle Zombies. Oder ne, können wir neue Freundschaften schließen. Das wollten wir schon immer machen. Die Musik, ne, das ist ein Meisterwerk. Da liegt ein Magazin, da freue ich mich sehr. Ein Stück Fleisch unbekannten Ursprungs. Aha. Ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben. Mhm, für Menschenfleisch. Na, ich vermute, dass das nur die, ne? Die ganzen Fliegen hier sind. Pistolenmagazin nehmen wir natürlich. 22 Schuss. Nein, 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 nein. Kreis war das, okay. So, so einen tollen Dolch nehmen wir auch mit. Können wir toll mit L2 kontern. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Alles klar, das sind die Gewürze. Ich sehe keine Gewürze, ich sehe nur Kochtöpfe, aber... Jill hat einen Riecher dafür. Das war ja witzig. So, du alter Zombie. Ich habe keine Angst vor dir. Bleib da einfach liegen. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay. Müssen wir Strom einschalten, alles klar. Steh auf, komm schon. Ne, tut er gar nicht. So, dann wollen wir mal wieder hoch. Ohne Strom ist hier nichts. Hilfe! Ich weiß genau, wer du bist. Der da auf dem Boden lag. Ich habe auf dich geschossen eigentlich. Zombie. Du bist der böse Zombie. Nein, 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 nein. Oh, zum Glück sind diese Scheiße langsam. So. Du kannst liegen bleiben, mein Freund. Ganz locker. Ich bin Jill Valentine und mir macht so langsam nichts mehr Angst, denn ihr seid alles nur Grafik-Dinger, Texturen. Ihr könnt mir gar nichts tun. Ich werde stark, ihr merkt das. Macht mir nämlich gar nichts aus hier. Laufen dann jetzt hier andere Zombies wieder rum? Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Er liegt da noch? Bleibt er liegen? Ja, ich laufe extra durch und durch, weil das wird mich schon nicht umbringen, wenn er mich irgendwie kurz anknabbert. Bum, 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 bum. Der Donner draußen. Macht mir auch keine Angst mehr. Ja, ihm ist etwas an die Gurgel gegangen, dem lieben Kenneth. Auf dem Videorekorder bin ich auch mal gespannt, was er dazu sagen hat. Der alte Bube. Das hört sich an, ey. Raben sind das, ne? Ja, sind die Raben. Das hört sich total krass an. Der eine Raben. Oh, ganz viele oben.
tue euch nichts, meine Freunde. Ich tue euch gar nichts. Also die abzuballern alle, das muss es nicht sein. Komm, langsam. Das sind Töne, Leute. Das haben bestimmt Menschen aufgenommen, auf jeden Fall. Ich höre mich nämlich auch wie eine Krähe. Das wisst ihr alle. War das mit dem Feuer da so? I don't know this, but I think the Dingsbums, the Schlüsselapparatur was in... Aber ich habe doch jetzt einen richtigen Schlüssel. Warum soll ich den denn tauschen? Vielleicht soll ich erstmal alle Türen abgehen, die mit dem Rüstungsschlüssel was zu tun haben. Also die nicht, wo es nicht lang geht. Ich biege hier einfach mal ab, ne? Und gehe die roten Türchen ab, meine Freunde. Das ist doch viel klüger. Der Schlüssel ist dazu was zu gebrauchen. Other side. Bringt mir also nix. Von der anderen Seite. Und hier geht es dann wieder raus. Okay, dann machen wir mal einen Rundgang. Jetzt muss ich gar nicht die ganzen Gänge, die wir jetzt gelaufen sind, zurücklaufen. Dimm. Sie haben eine Schwertschlüssel verwendet. Super, da gehen wir mal rein. Was erwartet uns hier? Da läuft auf jeden Fall was durch die Gegend, ich höre es. Das ist so geil, Leute. Direkt hier bestimmt. Ne, doch nicht. Unten. Unten ist er. Hier bin ich, du kleiner Bube. Ja. Ich weiß. Ich hab's gehört. Oh, er ist echt tot hier, die Blutlache, Leute. Er auch? Ich glaube, oder? Ja. Okay. Wollen wir erstmal schauen, wo ich rauskam. Da konnte ich irgendwie um die Ecke laufen, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir mal auf der Karte, wo wir gerade sind. Ja, erstes Obergeschoss. Bin ich schon wieder verwirrt. Da haben wir den Speisesaal hier unten. Und die Eingangshalle. Die eine Tür war von der anderen Seite verschlossen, die da eben rot war. Und was haben wir hier? Ne, von hier komme ich. Okay. Hier geht's nicht lang. Haben wir hier direkt, ne? Sie haben den Dietrich verwendet, okay. Ist das ein Ruheraum? Das wäre total geil. Ich will einen Ruheraum, wo ich mal... Ah! Nein, natürlich nicht. Das ist so geil alles hier. Leute, ich liebe es. Sind wir hier auf dem Balkon. Scheint es erstmal nicht so viel zu geben. Natürlich ein paar Kräuter. Ich habe gar keine, ne? Nichts zum Heilen dabei. Aber ich weiß ja, wo es was zum Heilen gibt. Einmal hier und dann einmal ein Geschoss tiefer. Nicht erschrecken. So, ihr dürft mal runtergehen. Hier liegt bestimmt der Tote da. Mit der Leiche, ist das das? Eine dornige Pflanze, die sie noch nie gesehen haben. Ja, wächst alles hier im Zombieville. Ne, hier gibt's auch nichts. Und hier kann ich die Tür jetzt öffnen. Sie haben die Tür aufgeschlossen, ja. Da wollen wir aber noch gar nicht lang. Denn da kommen wir nur in die Eingangshalle, alles klar. Hier war jetzt echt nichts zu holen, außer ein paar Kräuter. Ist aber sehr schade. So, die Kräuter holen wir später, wenn wir es nötig haben. Dann flüchten wir einfach vor allem, was uns da an die Gurgel will. Ah, mein Auge. Mach ein bisschen leiser auf, bitte. Das erschreckt mich. Nein, du schaffst das nicht. Okay. So, jetzt mal schauen. Sollen wir erstmal das Geschoss hier... Wo ist er hin? Die Tür ist verschlossen. Helmsymbol, okay. Du führst mich hierhin zurück.
Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, wo bin ich denn nochmal genau? Sorry, Leute, ich muss mir das alles ein bisschen einprägen hier. So, ich haben wir aufgeschlossen. Cool, immer mehr offene Türen in diesem Gebäude. Dank Jill. Was Barry und Wesker machen, weiß der Teufel. So, Helmsymbol, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier runter. Bum, 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 bum. Schön vorsichtig, Jill. Schön die Waffe gezogen halten und machst das genau richtig. Hier ist der Ruheraum. Okay, er ist tot. Immer so viel nachladen wie möglich, damit Platz im Inventar gemacht wird. 9 nur noch auf einmal. Eben uns 22, ey. Voll rumgeballert. Und ist das der tolle Ruheraum mit der tollen Musik. Resident Evil hat immer sehr entspannte Musik in so einem Ruheraum. Ja. Oh, ich liebe es. Ein zerwühltes Bett. Schreibmaschine, da könnten wir speichern. Hier gibt es verschiedene Arten von Serien. Viele haben eine sonderbare Farbe. Für gewöhnlich ist auch immer was Tolles drin, was man sich dann nehmen kann. Erste-Hilfe-Spray, Pistolenmagazin, Farbband. Warte, dann speichern wir erstmal. Und dann legen wir das Farbband nämlich weg. Ja. Medizinischer Lagerraum. Komm schon. Sehr gut. Jetzt lagern wir das nämlich ab. Genau. Stealth Spray können wir immer gebrauchen. Ich glaube, das Messer brauchen wir jetzt nicht, ne? Weil wenn wir jetzt auf leicht spielen kommen, das Messer brauchen, dann rennen wir halt weg vor irgendwem. Mit dem Messer kann ich eh nicht umgehen, das wird uns nichts bringen. Wir haben die tollen Dolche. Kriegen die erstmal toll in den Kopf gesteckt. Ganz in Zombies. Haben wir nämlich wieder 2 freie Plätze. Das gefällt mir sehr gut. Liegt hier kein Brief für uns oder sowas? Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sie noch nie gesehen haben. Viele haben die Farbe gewechselt. Aha. Hier auf dem Tisch ist echt nichts, ne? Ah, doch. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind 2 Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung und Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ja, Feuerzeug wahrscheinlich. Ich weiß, es gibt ja auch so Bazookas. Öl ist im Erdgeschoss, okay. Regal voller Pillenelixiere, ja, genau. So. Weiter geht's mit der Erkundung des Hauses. Grauenvoll! Doch, ich habe keine Angst. Du kannst auch nicht aufstehen, kleiner Mann. Hier sind Holzkisten. Sie sind voller Blutflecken. Gemälde. Tolle Gemälde. Ein Gemälde des Hauses im Lichte eines Blitzes. Ein Gemälde des Hauses. Das ist echt? Erkenne ich es nicht, aber naja. Oh! Mir sieht die Glasscheibe hier vorne, sieht mir ein bisschen so animiert aus, dass damit was passieren könnte. Ich glaube, hier ist jetzt die Stelle. Egal, wir gucken einfach mal. Oh, doch nicht. Hätte gedacht, die springen jetzt ein Hund entgegen. So, rechts ist ein kleiner Raum. Yeah, was haben wir denn hier? Hier ist bestimmt das Öl. Wir sind ja wieder im Erdgeschoss. Ah, was eine geile Perspektive. Ich freue mich, da liegt irgendwas Tolles. Battery Pack. Mitnehmen, ja.
Shotgun mitnehmen, yo. Defektes Gewehr. Ah, ich weiß, das ist für dieses eine Rätsel da. Gut, okay. Kann ich mich nur dran erinnern. Es ist noch Kerosin da. Ah, hier ist das, okay. Wusste ich doch, dass es hier ist. Fahrband nehmen wir auch mit. So, das war's. Haben wir ein defektes Shotgun gefunden? Gefektes. Ich laber, ich höre auf zu reden. Let's play ohne Quatschen, ihr werdet schon sehen. Wir gehen zurück in den Ruheraum. Jetzt passiert es, wenn ich zurücklaufe, hätten wir. Nein. Und ich lege erstmal das defekte Gewehr ab. Und ich lege natürlich das Fahrband ab. So, da jetzt hier nur vier Objekte drin sind, müssen wir ja gar nicht groß, wartet. Ha, schaut mal. Müssen wir ja gar nicht groß ordnen. Wirklich in Ordnung ist noch nicht da. So, wieder zwei freie Plätze im Inventar. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Zombie bleibt liegen. Hund springt nicht durchs Fenster. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Aha. So, du toller Hund, komm. Doch nicht. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Alles klar. Hier haben wir alles erledigt. Hier dann versuchen. Hier haben wir noch eine rote Tür, die wir probieren können. In dem Gang, aber ich glaube, die war einfach nur verschlossen von einer Seite oder sowas. Ja, wir haben ja sonst alles geöffnet. Wir gehen einfach mal zurück. Putzmittel. Und hier müssen wir die Treppe leider wieder hoch. Ansonsten hätte ich gesagt, widmen wir uns der einen Tür da. Hallo, du toter Mann. Helmsymbol, okay, links. Und die war einfach nur verschlossen, ne? Ja, manchmal, wenn ich so ein Zeugs murmel, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, worum es geht, aber ja, ich gehe mal die Türen ab und sag mir dann immer, welche denn wo verschlossen ist und welche nicht. Ich hatte jetzt von der hier, ich bin da im Gang, einmal rum und dann rechts die rote Tür halt. Wenn ich jetzt hier einmal rumgehe, wollte ich noch mal kurz wissen, womit man diese schöne Tür öffnen kann. Diese Tür. Andere Seite, okay. Gehen wir auf die andere Seite. Brauchen wir da einen Schwertschlüssel? Ich habe irgendwie Rüstung im Kopf. So. Ab in die Eingangshalle. So, die eine Tür haben wir von außen geöffnet. Gehen wir einfach mal rüber. Ja, genau darüber. Schwertschlüssel, super. Super. Wir kommen immer weiter in der tollen Villa. Ja, das ist wieder die perfekte Perspektive. Aber mein Headset verrät mir, dass sich hier niemand auffällt. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Die Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Ich finde es cool an dem Spiel, dass es uns sagt, wenn man bestimmte Schlüssel nicht mehr braucht, dann kann man die einfach wegschmeißen. Das ist total super. Sorry, dass ich so oft auf die Karte gucke. Die Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay. Da liegt was zum Lesen, glaube ich. Ne, doch. Holzpasspartout. Mitnehmen, ja.
So, wir wollen ja aus unseren Fehlern lernen und nicht so lange rumlaufen, deswegen untersuchen wir das Holzpasspartout. Prüfen. Nein, hier gibt es nichts. Nein, untersuchen. Keine besonderen Merkmale, sagt sie. Ein Passepartout, ist das was, wo man so ein Blatt jetzt hinterstecken kann, oder was? Ja, Statusbildschirm verlassen. Ist von der anderen Seite verschlossen. Doch hier geht's weiter. Total still hier, hier liegt was. Hundepfeife. Mitnehmen, ich kenne das gar nicht mehr aus einem PlayStation 1 Teil. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Balkon im ersten Obergeschoss, Westseite der Terrasse. Ja, genau, wo, ja, jetzt weiß ich wo. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesem verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Halsband, okay? Untersuchen, wenn wir es haben. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Also genau, da sehen wir jetzt gerade hinten im Foto, im Foto, den Balkon, von dem die Rede ist. Da benutzen wir dann die Hundepfeife gleich mal. Ein wenig Munition, 39. Ein altmodisches Grammophon, die Schallplatte ist Jupiter. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Vielen Dank, ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Ah, okay. Müssen wir uns merken. Hier ist das Feuerzeug. Das brauchen wir nämlich für ein Rätsel. Bücher über die Völker der Erde. Bücher über die Völker der Erde. Also hier geht es nicht rum. Dann haben wir hier wohl alles. In der Kommode ist auch nichts mehr. Dann geh mal, Jill, geh mal. Zack, ich drücke als 2 und zack, hast du einen Dolch im Kopf, du Alter. Bleib liegen. Als ob der neben mir steht, ne? Ja, komm schon gelaufen, du Arsch. Ich will dir nicht in den Arm rennen. Ah, hier ist er gar nicht. Unten. Ich glaube, es hört sich nach unten an. Wäre ganz cool, wenn die Tür hier aufgeht. Sehr cool, aber da bringt uns jetzt ja nichts, weil da brauchen wir irgendwie Rüstungs- oder Helmschlüssel für die große Tür. Wir gehen mal wieder zurück. Ja, ich glaube, der kommt von da. Das Headset verrät es mir. Perspektive! Oh. Ja, kotzt mich an. Keine Blutlache, mein Freund. Ich glaube nicht, du kannst mich verarschen. Glaub nicht, du kannst mich verarschen. Die halten aber so viel Kugeln aus, ne? Immer noch nicht tot, doch. Gut. Mm-mm-mm.
Die Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol, okay. Auch auf. Sehr gut. Ein bisschen verwirrend hier, ne? Ich habe das echt in der Grundschule gespielt, das Spiel. Hab sogar durchgespielt in der Grundschule. So, hier können wir nichts aufnehmen. Können wir aber direkt, der finstere Wald scheint endlos. Hier scheint es keine Häuser zu geben. Aber die können wir natürlich nicht aufnehmen, die Kräuter, weil wir keinen Platz haben. Ein leerer Kamin. Ah, das ist es. Das ist es, wo wir das Feuerzeug, glaube ich, benutzen müssen. In Kombination mit dem Holzding. Eigentlich war das immer so ein Blatt Papier oder so. Das musstest du dann entzünden. Ich wollte euch jetzt hier nicht zu viel erzählen. Oder warte mal, hier an der Wand. Links so ein Bild, ne. Ein Bild eines halbgebauten Hauses. Das sieht sehr wie dieses hier aus. Okay. Im Symbol. Okay. Feuerzeug und Kamin sind beide in unmittelbarer Nähe zueinander. Dann könnten wir jetzt ja mal die Treppe runter. Bum. Jill hat keine Angst und Gamepad hat auch keine Angst mehr, denn er ist gewachsen an seinen Prüfungen hier und an dem Druck. Ganz viele tolle Gemälde. Ein toter Zombie. Gehen wir hier auf den Sack, kleiner Zombie. Ah, hier kann mich nur daran erinnern, die Stelle. Ja, egal. Lassen wir das mal. Rohraum. War das nicht ein Rohraum? Das wird total praktisch. Ich liebe es. Du wirst total belohnt, emotional auch, wenn du in so einen Rohraum kommst, durch die geile Musik. Kerosin, ja. Oh, es ist geil, Leute. Ein Flachmann. Magazin. So, speichern ist natürlich auch nicht schlecht. So, Leute, ich werde dann jetzt hier ein bisschen umordnen, mich dafür entscheiden, was wir jetzt hier machen. Und ja, nach dem Speichern sehen wir uns wieder, Leute. Bis gleich. Ciao, ciao.